Ich wurde gerade vom Sicherheitsbeamten darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht direkt vor dem Gebäude stehen darf. So bin ich jetzt ein bisschen weiter weggegangen und mache trotzdem weiter hier publik, was für eine menschenverachtende, was für eine diskriminierende Art und Weise die Richter haben, Leute zu behandeln. So, wir waren dabei stehen geblieben, dass der Strafantrag, den ich gemacht habe, nicht stattgegeben wurde, weil es nicht im öffentlichen Interesse war. Daraufhin bin ich mal zum Anwalt gegangen und habe nur mal nachgefragt. Habe gefragt, ja, wie schaut's aus? Kann man da nochmal Anzeige machen? Kann man da was gewinnen? Wissen Sie, was der Anwalt mir gesagt hat? Ja, wenn das Gericht es schon nicht im öffentlichen Sinne sieht, dann haben Sie auch wirklich schlechte Chancen. Das ist die Aussage von Anwälten. Die sagen, dass wenn der Richter vorne schon nicht fürs öffentliche Interesse entscheidet, dass ich auch dementsprechend eine Chancenminderung habe. Also brauche ich gar nicht da den Anwalt zu zahlen, es wäre doch umsonst, also ich habe keine Chance. Jetzt frage ich Sie, hat dieser Richter, hat dieser Staatsanwalt überhaupt das Recht, mir zu sagen, dass es nicht im öffentlichen Sinne ist und mir noch gleichzeitig anbietet, dass ich den Strafantrag stellen soll oder den Strafantrag stellen muss? Teilweise sagt die Polizei bei der ersten Anzeige, die man macht, gar nicht, dass man den Strafantrag stellen soll. Haben Sie bei manchen Anzeigen, die ich gemacht habe, gar nicht gesagt, dass Sie, hey, passen Sie auf, Sie können den Strafantrag stellen? Nein! Es kommt danach, nach 2, 3 Wochen, nach einem Monat ein Brief, wo ganz unten steht, ja, nicht im öffentlichen Interesse, Sie können aber immer noch in einen Strafantrag ist abgelehnt, ist nicht im öffentlichen Interesse, Sie können aber immer noch privat was machen. Was kann ich privat machen, wenn Sie es schon gegen mich entschieden haben? Was bringt mir das dann das nochmal? Also es bedeutet, wer Geld hat, wer sich einen teuren Anwalt leisten kann, er kann es machen. Der kann sich nochmal alles leisten, der kann sich nochmal einen teuren Anwalt holen und dem Richter zeigen, hey, schau mal, da gibt es jemanden, der steckt da Geld rein, da müssen Sie vorsichtig sein. Aber wenn ein Sozialhilfeempfänger kommt, der kein Geld hat und nicht im öffentlichen Sinne, der kann gleich nach Hause gehen. Das ist nicht gerecht und deswegen sehen Sie hier auch 2, 3 Flaggen. Wir haben die bayerische, wir haben die deutsche und die europäische. Dieses Gericht ist meiner Meinung nach nicht ehrwürdig, überhaupt diese Flaggen hier vor dem Gebäude zu haben. Dieses Gericht hat wahrscheinlich beim Hitler schon entschieden, dass er in ein Gefängnis kommt und nur 6 Monate da drin bleiben muss und dann wieder rauskommen kann und dann Präsident wird und das ganze Land verheuchelt. Ist eine Unverschämtheit, was dieses Gericht heute immer noch nach dieser ganzen geschichtlichen, niederträchtigen Historie, was hier alles passiert ist in München, immer noch gegen die Bevölkerung, vor allem gegen die ausländische Bevölkerung, für Gerichtsurteile spricht. Dieses Gericht hat sich nicht gebessert, im Gegenteil, dieses Gericht hat sich noch verschlechtert und die Staatsanwältin und Richter, gerade Frau Richterin Bergmann, ist von meiner Ansicht nach nicht kompetent genug gewesen, meine Fälle ordentlich zu bearbeiten und so machen es nicht nur ein Richter und zwei, so machen es alle. Sie gehören alle zusammen, sind alle in diesem Gebäude, was Sie vor uns sehen, hier in diesem Gebäude werden die Gerichtsurteile gesprochen. Hier in diesem Gebäude geschieht Ungerechtigkeit und dieses Gebäude ist für mich nicht ehrwürdig genug, diese Flaggen vor diesem Gebäude zu haben. Basta.